Und seitdem arbeite ich eben als Markthändler, was ich eben ursprünglich von meinem Lebensplan her auch nicht geplant hatte. Aber gut, es ist jetzt die Art, mein Leben zu leben. Also haben Sie Schwierigkeiten als Muslim in Ihrer Gesellschaft? Wenn ja, welche? Also ich würde sagen, die Schwierigkeiten, die man hat, sind zunächst mal ganz oberflächlich. Also bis vor 2 Monaten hatte ich einen längeren Bart, also ungefähr so diese Länge. Und da hat man dann sehr oft natürlich die Reaktion, dass die Leute halt rufen, ne, Bin Laden, Bin Laden oder was ist das, Taliban und so weiter. Also das ist so das Übliche, was man dann so schon erlebt. Wenn man seinen Bart kürzer schneidet, dann hört sowas auf. Da habe ich jetzt also jetzt nicht mehr so mit zu tun. Ansonsten ist man natürlich von seiner Meinung her oder von dem, was man glaubt, ist man hier schon ein Außenseiter. Also das ist ganz klar. Das merkt man spätestens dann, wenn man mal näher mit Leuten zu tun hat. Also man ist anders gepolt einfach. Wie bewerten Sie die westliche Welt? Wie sehen Sie die Zukunft der westlichen Welt? Ja, also da, ich würde sagen, dass hier langsam aber sicher alles den Bach runtergeht. Ja, also